Wenn es darum geht, die mechanische Knitterfestigkeit von Materialien zu bewerten, geht es darum, das Material unter Standardbedingungen entsprechend zu beanspruchen. Dazu nutzen wir den Gelboflex-Test, bei dem das Material zu einem Zylinder geformt wird und dann standardisiert gestaucht und gedreht wird, sodass eine Knitterbeanspruchung stattfindet. Im Anschluss können dann Tests durchgeführt werden, wie zum Beispiel eine Verbundhaftungsprüfung oder auch ein Dichtheitstest, ob grundsätzlich das Material noch dicht ist oder ob vielleicht durch diese Knitterbeanspruchung auch Löcher entstanden sind.